Ubisoft ist ein Gigant in der Videospielindustrie. Der internationale Konzern mit Sitz in Frankreich besitzt einige der erfolgreichsten Videospiel-Franchises der Welt. Doch es gibt einen Titel, der in der Konzernzentrale Angst und Schweißtropfen auslöst. Skull and Bones. Das für 2018 angekündigte, aber bisher noch nicht erschienene Spiel soll bis heute 120 Millionen Dollar verschlungen haben. Die Entwicklungszeit, die wird mindestens ein Jahrzehnt betragen. Und trotzdem kann der Titel einfach nicht fallen gelassen werden. Viele sind sich sicher, Skull and Bones sei verflucht. So oder so, das Spiel ist Ubisofts größter Albtraum. This hidden pirate den provides everything you need for your next strike. Heute werfen wir mal einen kurzen Blick auf Skull and Bones. Nein, nicht dieses Skull and Bones, den Geheimbund, um den sich Dutzende Legenden ranken. Das wäre aber sicherlich auch mal eine Folge wert. Sondern dieses Skull and Bones. Es hat schon jetzt eines der längsten Entwicklungszeiten in der Videospielgeschichte. Das Piratenspiel, das wurde 2017 von Ubisoft im Rahmen der E3 angekündigt und es sorgte für Anerkennung in der Fachpresse. Endlich einmal nicht das x-te Far Cry, das x-te Assassin's Creed oder Rainbow Six, sondern ein innovatives Multiplayer-Erlebnis in einem kaum verbrauchten Setting. Denn mal ehrlich gesagt, seit Sid Meier's Pirates gab es jetzt nicht allzu viele Piratenspiele. Und das hat jetzt immerhin auch schon 30 Jahre auf dem Buckel. Daher waren schon viele gespannt auf den Starttermin von Ubisoft's Skull and Bones. Doch dieser wurde immer weiter nach hinten verschoben. Erst sollte das Spiel 2018 erscheinen, dann hieß es 2019 wäre es soweit, dann wurde es März 2020, dann März 22 und nun hat man schließlich 2023 angekündigt. Das sind 4 große Verschiebungen und schon allein das würde das Spiel zu einem der längeren Produktionsphasen in der Videospielgeschichte machen. Aber wenn man sich nun anschaut, wo das Spiel eigentlich seine Wurzeln hat, dann wird man feststellen, an diesem Spiel wird jetzt insgesamt ein ganzes Jahrzehnt geschraubt, wenn nicht sogar länger. Ein Bericht auf der Videospielseite Kotaku hat nun diese ewig lange Leidensgeschichte aufgedröselt und konnte auch mit über 30 Entwicklern sprechen. Natürlich alles anonym. Skull and Bones war ursprünglich im Jahr 2013 als ein Multiplayer-Add-on des sehr beliebten Assassin's Creed Black Flag geplant. Verantwortlich dafür sollte Ubisoft Singapur sein. Das Studio, das hat die Segeltechnik in Black Flag entwickelt und hat auch zusätzlich Erfahrung in der Entwicklung des Multiplayer-Spiels Ghost Recon Phantoms gesammelt. Sollte also ein optimaler Ausgangspunkt sein, um ein Multiplayer-Piraten-Add-on zu entwickeln. Aber 2013 war genau das Jahr, als die PS4 rauskam. Auf einmal gab es höhere Standards an die Grafik von Spielen und die Technik, die entwickelte sich mit der neuen Konsolengeneration rasant weiter. Ein Entwickler erklärte das Scheitern des Multiplayer-Add-ons gegenüber Kotaku so: Technologie entwickelte sich rasant und sehr schnell will man bessere Grafik haben, aber dann realisierst du, dass einige deiner Elemente nicht mehr zeitgemäß sind. Mehr und mehr Teile werden obsolet. Und wenn sich ein Projekt erst einmal einige Jahre hinzieht, dann sind die ursprünglichen Annahmen nicht mehr gültig. Und so ist vermutlich die Idee gewachsen, eine neue Marke, also eine neue IP in AAA-Format zu entwickeln. Die Idee von Skull and Bones war geboren. Doch diese Idee, die dürfte auch auf finanzielle Interessen zurückgehen. Einige Quellen haben Kotaku erzählt, dass es auch mit einem Deal mit der Regierung von Singapur zu tun haben dürfte. Ubisoft sollte in Singapur nicht nur eine bestimmte Zahl von Arbeitsplätzen schaffen, sondern in Singapur auch eigene IPs und Marken entwickeln. Als Austausch dafür soll Ubisoft großzügige Förderungen erhalten. Und da hoffen wir jetzt mal für Ubisoft, dass es sich wirklich um sehr großzügige Förderungen handelt. Denn Stand heute soll die Entwicklung von Skull and Bones bereits 120 Millionen Dollar verschlungen haben.
Zum Vergleich, ein Grand Theft Auto 5 soll laut Analysten ca. 140 Millionen Dollar gekostet haben. Ob ihr Skull & Bones diese hohen Produktionskosten jemals wieder einspielen kann, das bleibt abzuwarten. Intern scheint man schon längst damit begonnen zu haben, den schwarzen Peter hin und her zu schieben. Es gibt jede Menge Streitigkeiten, wer genau für diesen Schlamassel verantwortlich sein soll. Einige Entwickler sagen, dass das Studio einfach noch nicht bereit war, solch ein großes Projekt zu stemmen. Andere erzählen, dass dem Projekt einfach eine klare kreative Richtung gefehlt hat und die Entwickler eigentlich gar nicht genau wussten, an was sie eigentlich genau arbeiten. Soll es ein Game as a Service werden, das immer wieder neuen Content bekommt, oder ein einfaches Multiplayer-Spiel? In welchem Ort spielt es eigentlich? Der Karibik, dem Indischen Ozean oder an einem fiktiven Ort? Spielt man das Piratenschiff oder spielt man den Captain? Gibt es eine große Open-World-Map oder viele kleinere Karten? All diese Ideen wurden verfolgt und kurz danach wieder verworfen. Eine klare Richtung scheint es bis heute nicht zu geben. Solche Prozesse sind jetzt in der Vorproduktionsphase eigentlich nichts Besonderes, aber bei Skull & Bones hat es einfach nie aufgehört. Es ist ein klassischer Fall von Missmanagement über 8 Jahre hinweg, erzählt ein Entwickler gegenüber Kotaku. Bis zu 400 Leute sollen an einem Projekt gesessen haben, von dem noch nicht einmal klar war, was am Ende dabei herauskommen soll. Doch wenn man Monate oder gar Jahre an einem Projekt arbeitet, das einfach keine Fortschritte macht, dann hat das natürlich auch massive Auswirkungen auf die Motivation der Mitarbeiter. Und so soll es dann in diesen Jahren auch eine massive Abwanderungswelle gegeben haben. Gerade die Profis, die haben dem Studio den Rücken gekehrt und es wurden immer mehr Anfänger und Einsteiger angeheuert. Doch nicht nur dem Studio Singapur wird Missmanagement vorgeworfen, auch dem Hauptsitz von Ubisoft. Man habe versucht, das Spiel durch Ausschusssitzungen zu designen und das Studio in Singapur wurde dadurch immer wieder verunsichert. Ein Entwickler erzählt die Sache so: Jedes Mal, wenn wir Feedback aus Paris bekamen, sind alle ausgerastet und haben alles verändert. Dann wurden die Mitarbeiter ausgetauscht, die an dem Projekt gearbeitet haben. Das ist immer und immer wieder passiert. Mit Elizabeth Perlin ist nun die dritte Kreativdirektorin an Bord. Ob sie jetzt das Ruder noch herumreißen kann, das bleibt abzuwarten. Ja, vermutlich wäre es die beste Entscheidung, dem Projekt einfach den Stecker zu ziehen, aber daran dürfte eigentlich keiner Interesse haben. Ubisoft will anscheinend die Förderungen der Regierung von Singapur nicht verlieren und auch die Entwickler wollen das Projekt nicht beerdigen, denn sie erhalten eine Provision, gemessen an dem Erfolg der Spiele, die sie entwickeln. Und diese Provision, die wäre mit einer Streichung von Skull & Bones natürlich futsch. Niemand will zugeben, dass sie es verbockt haben. Es ist too big to fail, wie die Banken in den Vereinigten Staaten, fasst es ein Entwickler zusammen. You are the chosen few, protectors of our world. This is your time. Diese Probleme und Berichte, die ähneln erschreckend dem, was bereits BioWare-Entwickler bei der Produktion von Anthem erzählt haben. Und das war eine der schmerzhaftesten Entwicklungsgeschichten der letzten Jahre und auch das Einspielergebnis, das war ja mehr als ernüchternd. Skull & Bones, so denken es viele bei Ubisoft, ist einfach verflucht. Vielleicht ist das so, aber auf jeden Fall ist es schon heute Ubisofts größter Albtraum. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, würde mich sehr freuen. Und wenn ihr keine interessanten Beiträge aus Politik und Popkultur verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal, würde mir sehr helfen. Ciao, bis zum nächsten Mal.